Jeffrey Dahmer gilt als einer der schlimmsten Serienmörder der Neuzeit. Sein Name steht für Verstümmelung, Leichenschändung und Kannibalismus. Seine Taten waren so schrecklich und widerwärtig. Man musste ihn für einen Wahnsinnigen oder für den Teufel halten. Doch wenn man mit Jeffrey Dahmer sprach, entstand ein völlig anderer Eindruck. Er war einnehmend, geistreich, witzig. So konnte er die Menschen mit Leichtigkeit täuschen. Seine Arbeitskollegen ahnten nicht, dass er in Wirklichkeit ein gewalttätiger Mann war. Und genau das machte Dahmer so gefährlich. Man schätzte ihn nicht als brutal ein. Jeffrey Dahmer war kein abnormer, verkümmerter Wicht, sondern ein gut aussehender, ansprechender Mensch. Nie im Leben hätte ich ihn für einen irren Massenmörder gehalten. Für mich war er immer eine tragische Figur. Das verstehen viele Leute nicht. Aber für mich war er nicht das Monster, der Serienmörder, sondern ein Junge, der ausflippte und dem niemand Einhalt gebot. Jeffrey Dahmer wuchs in der Kleinstadt Bath, Ohio auf. Ein ganz normales Mittelstandskind. Robert Ressler war Verhaltenspsychologe beim FBI und prägte den Ausdruck Serienkiller. Er hat bis heute hunderte Serienmörder interviewt. Aus seinen Gesprächen mit Jeffrey Dahmer gewann er völlig neue Einblicke in die seelischen Abgründe des Killers. Jeffrey Dahmer wurde in seiner Kindheit weder misshandelt noch missbraucht. Seine Mutter allerdings litt unter schweren Depressionen und nahm daher nur selten am Familienleben teil. Dahmers Vater war ein Doktor der Chemie, ein sehr intelligenter Mann, der kaum Zeit für die Familie hatte, weil er sehr viel arbeitete. Patrick Kennedy war über 25 Jahre lang Polizist in Milwaukee. Im Sommer 1991 wurde er dem Fall Jeffrey Dahmer zugeteilt. Er verbrachte 6 Wochen mit Dahmer und kennt ihn besser als jeder andere. Er stammte aus der oberen weißen Mittelschicht, hatte eine gute Ausbildung und seine Familie stand finanziell gut da. Doch die bröckelnde Ehe seiner Eltern ließ Jeffrey zu einem scheuen und zurückgezogenen Kind werden. Der kleine Jeff entwickelte ein Interesse für Tiere, doch anders als andere Kinder. Als er 7 oder 8 war, fand er ein Eichhörnchen, das schon halb verwest war und dessen Knochen zu sehen waren. Jeff nahm es auseinander und betrachtete es. Wenn er am Straßenrand ein überfahrenes Tier sah, einen Waschbär oder einen Hund, wollte er wissen, wie diese Tiere von innen aussahen. Er sammelte sie ein, nahm sie mit nach Hause und sezierte sie. Als kleiner Junge suchte Jeffrey die Straßen nach toten Tieren ab, die er zu seiner wachsenden, makabren Sammlung hinzufügen konnte. Seine Faszination für Knochen verließ ihn auch im Erwachsenenalter nicht. Doch er ersetzte die Tiere bald durch Menschen. Mit 13 oder 14, als er in die Pubertät kam, knutschte er mit einem Jungen aus der Nachbarschaft. Und er stellte fest, dass er sich zu Jungs hingezogen fühlte. Sexuelle Lust und das Aufschneiden von Tierkadavern verschmolzen bald irgendwie. Und was er als Jugendlicher mit Tieren tat, tat er als Erwachsener mit Menschen. Der Comiczeichner John Backdurf, besser bekannt als Durf, lernte Dahmer Mitte der 70er Jahre auf der Revere High School in Richfield kennen. Seine Schulfreundschaft mit dem Mörder erzählt er in dem Comic My Friend Dahmer. Dahmer hatte eine harte Zeit auf der Schule, wie aber eigentlich alle. Er wurde permanent von den anderen gegängelt und verprügelt, vor allem in der ersten Zeit. Später wurde er ihnen vermutlich langweilig, aber am Anfang kriegte er viel ab. Dahmer sprach mit Robert Ressler sehr ausführlich über seine Kindheit und Jugend. Hier ein Mitschnitt des Interviews. Ich war auf dem Nachhauseweg, als mir 3 Oberstufenschüler in der Dunkelheit auflauerten.
Ich hatte Angst, dass gleich etwas passiert. Und da zogen sie mir schon mit dem Schlagstock eins über. Auf der Highschool hatte er schon diese seltsamen Fantasien. Er fing an zu trinken und sich komisch zu benehmen. Dahmer trank, weil es die einzige Möglichkeit für ihn war, vor seiner sexuellen Verwirrung und seinen unheimlichen Fantasien zu flüchten. Waren Sie ein Tagträumer? Konnten Sie sich schlecht konzentrieren? Ja, in der Mittelstufe fing ich an zu trinken. Fiel das auf? Mehrfach. Erwuchsen daraus Probleme für Sie? Ja, ich wurde bestraft. Um 7 Uhr morgens besoffen zu sein und mit Alkoholfahne in der Schule aufzutauchen, kommt eben nicht gut an. Jeffrey war ein einsamer und sehr zurückhaltender Teenager. Doch dann sorgte er unbeabsichtigt für Aufmerksamkeit. Mit ein paar Kumpels stellte ich das Jahrbuch für unsere Klasse zusammen. Wir bauten Dahmers Bild in verschiedene Fotos ein, wie zum Beispiel in das der National Honor Society, in der er natürlich nicht Mitglied war. Der beaufsichtigende Lehrer entdeckte das und schwärzte Dahmers Gesicht. Doch das Bild wurde trotzdem abgedruckt und so zum Sinnbild seiner verschwendeten Jugend. Der Junge, der nicht existierte. Jeffreys komplexer Charakter verlangte einerseits nach Zurückgezogenheit, andererseits wollte er auch unbedingt bewundert werden. Mit ein paar Kumpels sammelten wir Geld, so um die $35. Die bekam er von uns, damit er in der Fußgängerzone einen epileptischen Anfall oder sonst welche kranken Sachen aufführte. Durf erinnert sich auch daran, dass Dahmer mit Tieren experimentierte, etwa auf einem gemeinsamen Angelausflug. Er zog einen kleinen Sonnenbarsch aus dem Wasser, nahm sein Taschenmesser und zerschnitt das Tier. Mein anderer Freund sagte, was soll das denn jetzt? Dahmer antwortete, ich wollte nur wissen, wie das aussieht. Als Teenager wichen Dahmers Kindheitsfantasien von toten Tieren neuen Vorstellungen. Jetzt träumte er von Sex mit toten oder bewusstlosen Männern. Dahmer berichtete mir, er habe in der Zeitung einmal ein Bild von einem bei einem Motorradunfall getöteten jungen Mann gesehen, in den er sich sofort verliebte. Er ging auf die Beerdigung des Mannes, um den Leichnam zu sehen. Das erregte ihn so, dass er auf die Toilette gehen und masturbieren musste. In seinen Fantasien träumte Dahmer von der Begegnung mit einem ganz bestimmten jungen Jogger. Er wollte sich verstecken und warten, bis der Jogger vorbeikam. Dann würde er ihm einen Baseballschläger auf den Kopf schlagen. So versteckte er sich eines Tages im Park. Aber an diesem Tag kam der Jogger nicht. Nach der endgültigen Trennung seiner Eltern war Dahmer ganz allein. Ihm blieben nur noch seine Fantasien. Seine Mutter zog weg. Sein Vater war schon lange ausgezogen, sodass Jeffrey jetzt alleine lebte. Alle Erwachsenen ließen ihn im Stich, Eltern und Lehrer. Hat sie die Trennung traurig gemacht? Sie war ja unausweichlich. Aber ich war trotzdem traurig. Ich konnte nur nichts machen. Wohl wahr. Und so kam es zu Dahmers erstem Mord. Eine von Dahmers Fantasien sah so aus. Er würde einen jungen, gut aussehenden Anhalter treffen, mit schmalen Hüften, freiem Oberkörper und nur wenig Körperbehaarung. Er würde ihn mitnehmen und die beiden hätten eine tolle Zeit zusammen und großartige sexuelle Abenteuer. Und als Dahmer so die Straße entlang fuhr, sah er tatsächlich den Anhalter aus seinen Träumen. Bei dem Anhalter handelte es sich um den 16-jährigen Stephen Hicks, der zu einem Sommerfestival wollte. Trampen war im Ohio der 70er Jahre gang und gäbe. Doch Hicks ahnte nicht, zu wem er in den Wagen stieg. He brought the guy home. They had
Dahmer nahm den jungen Mann mit nach Hause. Dort tranken sie Alkohol und waren bald ein bisschen beschwipst. Als der Junge gehen wollte, ließ Dahmer ihn nicht. Er wollte, dass er blieb, weil er so einsam war. Also hielt er ihn fest. Es kam zu einer Rangelei, in deren Verlauf Jeff sich eine Hantel schnappte und sie Hicks auf den Kopf schlug. Er sagte, er hätte nicht vorgehabt, ihn zu töten. Er wollte ihn einfach nur bei sich behalten. Anschließend zerstückelte Dahmer die Leiche und verteilte sie auf mehrere Müllsäcke. Er lud sie in den Wagen und war auf dem Weg zur Müllhalde, als ihn die Polizei wegen eines Verkehrsvergehens anhielt. Der Polizist schrieb ihm einen Strafzettel aus. Als er wieder zurückkam, um ihn Dahmer auszuhändigen, leuchtete er mit seiner Taschenlampe routinemäßig ins Wageninnere und entdeckte dabei die 5 Müllsäcke auf der Rückbank. Er fragte, was haben Sie da drin? Und Dahmer sagte, altes Zeug, ich war gerade auf dem Weg zur Müllhalde. Es blieb bei dem Strafzettel wegen Überfahrens der Mittellinie. Hier verpasste die Polizei zum ersten Mal die Gelegenheit, Dahmer zu erwischen. Das war Dahmers Haus. Hier tötete er sein erstes Opfer. Er schaffte die Leiche in den Kriechkeller, wo er sie zerteilte und ihr die Haut abzog. Als die Polizei später das Haus durchsuchte, war dort alles voll mit getrocknetem Blut. Die Knochen zertrümmerte Dahmer mit einem Vorschlaghammer. Er stellte sich in den Wald und schleuderte sie weg, indem er sich einmal um die eigene Achse drehte. Er sagte mir, in den folgenden Wochen habe er die Zeitung täglich nach einer Notiz über den jungen Mann durchsucht. Aber es kam nichts. Ihm wurden 2 Dinge klar. Ich habe einen Mord begangen und keiner hat es bemerkt. Und ich bin schwul und keiner hat es bemerkt. Doch je mehr Geheimnisse er hatte, desto mehr quälten sie ihn. Und so fing alles an. Dahmer sollte dennoch erst 9 Jahre später den nächsten Mord begehen. Aber danach konnte ihn nichts mehr aufhalten. An der Universität fing Jeffrey Dahmer wieder an zu trinken. Sein Versuch, ein normales Leben zu führen, verlief nicht nach Plan. Er flog wegen Trunkenheit von der Ohio State University und aus der Army. Daraufhin verzog er sich nach Florida, wo er eine Weile blieb. Ohne Job und ohne Ausbildung blieb Dahmer nichts anderes übrig, als zu seiner Großmutter nach Milwaukee, Wisconsin zu ziehen. Er versuchte, in der Religion Trost zu finden. Am Anfang ging er mit seiner Großmutter jeden Sonntag in die Kirche. Er las die Bibel und versuchte, sich von der Welt der Homosexuellen völlig fernzuhalten. Er dachte wirklich, die Religion könnte ihn retten. Eine Zeit lang gelang es Dahmer, seine Triebe unter Kontrolle zu halten. Doch das war nur die Ruhe vor dem Sturm. Und dann geschah Folgendes. Er saß in der Bibliothek und las, als ein junger Mann neben ihm auftauchte und ihm einen zusammengeknüllten Zettel hinwarf. Darauf stand, wenn ich dir einen blasen soll, komm aufs Männerklo. War es dieser Zettel, der sie wieder aus dem Gleichgewicht brachte? Scheint so, denn danach ging wieder alles schief. Was bedeutete das für Sie? Ich meine, wie kann mich so ein blöder Zettel so aus der Bahn werfen? Aber Sie folgten dem Mann nicht? Nein. Er sagte mir, ab diesem Zeitpunkt suchte er wieder Kontakt zu homosexuellen Männern. Das endete schließlich mit 17 Morden. Unfähig, soziale Beziehungen einzugehen und von seinen nekrophilen sexuellen Fantasien getrieben, ging Dahmer in die Schwulensauna. Dort nahm er seinen jeweiligen Partner mit in die Umkleide und flößte ihm Drogen ein.
Alles musste nach seinem Willen gehen. Er wollte der Geber sein, nicht der Empfänger. Er praktizierte Oral- und Analsex mit anderen, wollte aber selbst keinen Analsex haben. Sex bedeutete für Dahmer die körperliche Kontrolle seines Partners. Als herauskam, dass er Männer unter Drogen setzte, ließ man ihn nicht mehr in die schwulen Clubs. Er wich in Hotels aus. In einer Kneipe lernte Jeff einen Typen kennen und überredete ihn, mit ihm auf sein Zimmer im Ambassador Hotel zu gehen. Dort setzte er den Mann mit einer Mischung aus Drogen und Alkohol außer Gefecht. Er selbst hatte angeblich auch einen Filmriss. Denn als er am nächsten Morgen aufwachte, lag der Mann tot neben ihm im Bett, mit brutal zerschlagenem Gesicht und Oberkörper. Jeff vermutete, er hätte ihn umgebracht, konnte sich aber wegen seines Rauschs nicht daran erinnern. Er ging ins nächste Kaufhaus und besorgte sich einen großen Koffer. Im Zimmer stopfte er die Leiche hinein. Dann rief er den Hoteldiener, der ihm half, den schweren Koffer nach unten zu tragen. Auf der Straße hielt er ein Taxi an. Und auch der Taxifahrer half ihm beim Einladen des Gepäckstücks. Im Scherz sagte er zu Dahmer, was haben Sie denn da drin, eine Leiche? Und Dahmer erwiderte, woher wissen Sie das? Und beide lachten. Der Vorfall im Ambassador Hotel, hat er Sie nur erregt oder auch erschüttert? Auch erschüttert. Wieso? Weil es überhaupt nicht geplant war. Ich war selbst überrascht. Es war der Beginn einer Mordserie, die Milwaukee 5 Jahre lang in Atem halten sollte. Bezirksstaatsanwalt Michael McCann erinnert sich. Dahmer tötete 16 junge Männer zwischen 1987 und 91. Wir hatten keine Ahnung, dass ein Serienmörder in unserer Stadt sein Unwesen trieb. Manchmal vergingen Monate oder Wochen, manchmal auch nur wenige Tage zwischen den Verbrechen. Nachdem Dahmer im April 1988 bereits 4 Männer getötet hatte, machte er einen verheerenden Fehler. Sein 5. Opfer entkam. Der Junge alarmierte die Polizei und Dahmer wurde wegen sexueller Belästigung des 13-Jährigen verurteilt. Da weder Polizei noch Staatsanwaltschaft etwas von seinen anderen Verbrechen ahnten, wurde Dahmer jedoch nur zu 12 Monaten Haft verurteilt. Gerald Boyle war sein Verteidiger. Das Jahr im Gefängnis war sehr schwer für ihn. Er saß in einer Landeshaftanstalt ein und durfte nur zum Arbeiten raus. Es war sicher eine harte Bestrafung. Nur wusste niemand, dass er schon 4 Männer getötet hatte. Dahmers Haftstrafe wurde um die Hälfte reduziert, nachdem er sich verzweifelt an das Gericht gewandt und dem Richter versprochen hatte, so etwas nie wieder zu tun. Doch es dauerte nicht lange. Dahmer brauchte eine eigene Wohnung. Er zog bei seiner Großmutter aus. Seine neue Adresse: Oxford Apartments Nummer 213. So here's the building where it used to be and now the city. Hier stand das Gebäude. Die Stadt hat nichts mit dem Grundstück gemacht. Es vergammelt einfach. Es war ein Haus im Stuckgips-Design mit 3 Stockwerken und insgesamt 36 Wohneinheiten. Hinter seiner Haustür konnte Dahmer seine perversen Fantasien ausleben und seine grausamen Taten begehen. Es war ein Ort des Todes und der Zerstörung. Viele der Opfer stammten aus dem homosexuellen Milieu. Hier war das Schwulenviertel. In der Nummer 219 war Dahmer oft. Dort gab es Drag-Shows. Das C'est la Vie direkt daneben war ein anderes Stammlokal von ihm. Dahmer kam gut bei den Jungs an. Er sah gut aus. Ich wünschte, ich hätte so viel Erfolg bei den Frauen, wie er bei den Männern hatte. Er kriegte so viele Typen ins Bett, aber er brachte sie nicht alle um. Barmann Tony Timer erinnert sich an Dahmer.
Er kam an die Bar, bestellte sich einen Drink und verzog sich dann in eine Ecke. Er schien in seiner eigenen Welt zu leben, immer auf etwas zu warten. Hier lernte Dahmer auch Tonys guten Freund Eddie Smith kennen. Eddie war ein verrückter Typ, total wild. Man musste ihn einfach mögen. Er gefiel Dahmer und die beiden freundeten sich an. Er ging mit Dahmer nach Hause, um Fotos zu machen. Eddie träumte von einer Karriere als Model. Dahmer köderte ihn mit $100 für eine Fotosession. Leicht verdientes Geld. Eddie saß bei mir in der Bar, als er plötzlich aufstand und sagte, ich muss los, ein bisschen Geld verdienen. Ich fragte, wohin gehst du? Und er nickte in Richtung Gang, wo Jeffrey wartete. Ich sagte, alles klar, meld dich. Auch am Mittwoch, dem 24. Juni 1990, traf sich Eddie mit Dahmer. Man sah sie im Phoenix Club. Er ging mit Dahmer und kam nie mehr zurück. Erst Jahre später in der Gerichtsverhandlung erfuhr Tony Timer, dass der junge Mann von der Bar derjenige war, der seinen Freund Eddie so brutal ermordet hatte. Die ganze Szene war erschüttert. Keiner bekannte sich mehr zum Schwulsein. Mein Leben war zerstört, nicht nur beeinträchtigt. Aber Dahmers Opfer mussten nicht schwul sein. Er war ein opportunistischer Mörder, der immer auf der Suche nach möglichen Opfern war. Eins seiner Opfer traf er an dieser Bushaltestelle. Es war ein junger Mann aus Michigan, der zu Besuch hier war. Dahmer sah ihn an dieser Bushaltestelle gegenüber von McDonald's und überredete ihn, mit ihm zu gehen. Das war das Ende für den Mann. Manche von Dahmers Opfern waren homosexuell, andere nicht. Dahmers Masche war wohl, ihnen anzubieten, sie in seiner Wohnung zu fotografieren. Dort mixte er ihnen K.O.-Tropfen in den Drink. Er sagte einmal, kaum hätte er die Tür hinter sich verriegelt und die Person eingeschlossen, spürte er Aggressivität, Macht. Beinahe eine psychologische Transformation, die ihn sehr erregte. Er legte seinen Kopf auf ihren Brustkorb und lauschte ihrem Herzschlag. Er wusste genau, wie sich die Atmung veränderte, wenn die betäubende Wirkung der Droge nachließ. Begann das Opfer kurz und schnappend zu atmen, war es Zeit, es umzubringen. Er hatte Oralsex mit seinen Opfern, bevor er sie erwürgte. Dann zerstückelte er sie und bewahrte seine Lieblingskörperteile von ihnen oft wochenlang in seiner Wohnung auf. Nur manchmal schlief er schon mit dem bewusstlosen Opfer. Aber eigentlich hatte er erst Sex mit der Leiche. Das war seine Vorliebe. So musste er sich nicht unterhalten, sich nicht mit Ablehnung oder Ähnlichem herumschlagen. Er konnte tun, was er wollte. Alle Opfer waren bei ihm, in seiner Wohnung. Er konnte also in aller Ruhe seine üblichen Rituale vollziehen, die er in aller Ausführlichkeit genoss. Die sexuellen Akte und die Zerstückelung des Opfers. Er kam von der Arbeit nach Hause und hatte Sex mit der Leiche. Er legte sich neben den Toten, streichelte ihn und schlief mit ihm. Er war ganz verzückt davon, einen Körper aufzuschneiden und die Gedärme herausquellen zu sehen. Mehrere Leichen legte er mit Eis in seine Badewanne, wenn er am nächsten Tag zur Arbeit musste, damit er sich am Wochenende mit ihnen beschäftigen konnte. Damit das Eis nicht schmolz, musste er kalt duschen. Aber er sagte, das sei es ihm wert gewesen. Vielleicht versteht man Dahmers obskure Fantasiewelt besser, wenn sie jemand erklärt, der ebenfalls von Tod und Leichen fasziniert ist. Der selbsterklärte Kannibale Nico Klaus, auch bekannt als Vampir von Paris, ermordete im Oktober 1994 einen Mann.
Nach 7 Jahren Gefängnis ist er nun wieder auf freiem Fuß. Ich kann mich mit ihm identifizieren und verstehen, was in seinem Kopf vorging. Und welche Obsessionen er hatte. Ihm ging es um die Ästhetik des Todes, wie schön die Toten aussahen. Daher fotografierte er seine Opfer auch in verschiedenen Posen. Warum diese Posen? Es gab mir ein Gefühl der Kontrolle. Ich konnte bestimmen, wie sie aussehen sollten, ihre Körperformen zur Geltung bringen. Waren diese Fotos sehr wichtig für Sie? Ich benutzte sie zum Masturbieren. Sie hatten viele Fotos. Seine Leidenschaft und seine Lust wurden überwältigend. Er wollte den perfekten Orgasmus. Um die perfekte Befriedigung zu erlangen, musste er aber immer wieder Neues ausprobieren und immer mehr. Erst genügte ihm pornografischer Sex mit Männern, dann Sex mit Männern in der Sauna, dann mussten es Sex und Mord sein, dann Sex mit Toten, Sex mit ihren Eingeweiden. Und schließlich musste er die Menschen essen, mit denen er Sex gehabt hatte, um diesen orgiastischen Höhepunkt zu empfinden. Wie kommt jemand dazu, das Fleisch eines anderen Menschen essen zu wollen? Das kann wohl nur ein Kannibale beantworten. Nico Claus arbeitete als Leichenbestatter in Paris, als er zum ersten Mal Menschenfleisch probierte. Kurz danach befand ich mich immer in einem Zustand der Euphorie. Man kommt sich vor, als stünde man auf dem Gipfel eines hohen Berges. Beim Zerstückeln bewahrte ich das Herz auf und auch Fleisch vom Oberschenkel, vom Bizeps und die Leber. Ich schnitt es klein, wusch es und packte es in Gefrierbeutel. Dann legte ich das Fleisch ins Eisfach. Es war die Lust, etwas Neues auszuprobieren, eine neue Befriedigung. Ich briet mir das Fleisch, betrachtete die Fotos und masturbierte danach. Wieso danach? War das besonders befriedigend? So fühlten sie sich mehr an wie ein Teil von mir. Er schaffte sich einen Grill an, den er auf seinem Gasherd installieren konnte. Laut seiner Aussage briet er das Fleisch von beiden Seiten scharf in Öl an, gab ein paar Gewürze dazu, etwas Gemüse, Zwiebeln und Pilze. Etwa einen Monat vor seiner Verhaftung hatte er sich fast ausschließlich von Menschenfleisch ernährt. Menschenfleisch schmeckt ähnlich wie Pferdefleisch, aber es kommt auch immer darauf an, was man isst. Schließlich verlangte Dahmer nach einem Partner, über den er die perfekte Kontrolle hatte, tot oder lebendig. In seiner Fantasie träumte er von einem Sex-Zombie. Dieser Sex-Zombie würde immer bei ihm bleiben. Und dann müsste er niemanden mehr umbringen. Das Morden verschaffte mir keine Befriedigung mehr. Es musste etwas Neues her. Ich entdeckte meinen Handbohrer, den ich für Klempnerarbeiten angeschafft hatte. Damit konnte ich schnell kleine Löcher bohren. In die Stirn, in die ich mit einer Spritze Säure injizierte. In die Stirn? Ja, in den Frontallappen, in der Hoffnung, es käme ein Zombie heraus. Ihn interessierte keine Beziehung. Er wollte einfach die totale Kontrolle über einen menschlichen Körper. Damit konnte er dann tun, was er wollte. Den 14-jährigen Konarak Sintasomphony lernte er in der Fußgängerzone kennen. An ihm probierte er seine neue Technik aus. Aber der Junge entkam. Er saß auf dem Bürgersteig, 2 Mädchen waren bei ihm. Sie hatten die Polizei gerufen. Ich musste mir schnell eine Geschichte einfallen lassen, also erzählte ich ihnen, er sei ein Freund von mir und wäre betrunken. Als er nicht mit mir gehen wollte, führten ihn die Polizisten mit mir zu meiner Wohnung. Als sie weg waren, gab ich ihm eine 2. Injektion.
Gleich danach? Wie lange danach war er tot? Er starb sofort. Auch diese Polizisten fielen auf den höflichen und charmanten Jeffrey Dahmer herein. Doch die Leichen in seinem Apartment strömten einen üblen Geruch aus, was ihn bald wieder in Schwierigkeiten bringen sollte. Jeff hatte mit dem Geruchsproblem zu kämpfen. Die Nachbarn beschwerten sich bei der Hausverwaltung. So Parkliebhaber Princewell war der für Dahmers Wohnung zuständige Hausverwalter, der den Beschwerden nachging. Jemand informierte mich, ein schlimmer Gestank käme aus seiner Wohnung. Ich ging bei ihm vorbei und wollte wissen, was die Ursache dafür war. Was haben Sie gesagt? Ich schob es auf den Kühlschrank oder aufs Aquarium. Der Mann wurde beinahe ohnmächtig von dem Gestank. Was war in dieser Tonne? Drei kopflose Torsos, ohne Fleisch. Der Mann, der Jeffrey Dahmers grausamem Wirken schließlich ein Ende setzte, war der 32-jährige Tracy Edwards. Ihm gelang die Flucht aus Dahmers Wohnung. An seinem Handgelenk baumelten Handschellen, als er eine Polizeistreife anhielt. Wäre es den Polizisten gelungen, die Handschellen zu öffnen, wäre es das gewesen. Aber so fuhren sie zu Dahmers Wohnung. Als Jeff öffnete, sagten sie ihm, er solle den Mann losmachen. Doch Jeffrey besaß keinen Schlüssel für die Handschellen. Er nahm sie seinen Opfern ab, indem er ihnen die Hände abhackte. Als die Polizisten die Wohnung betraten, entdeckte einer von ihnen im Schlafzimmer Fotos von der Häutung eines Menschen. Er betrachtete die Bilder genauer und stellte fest, dass sie offensichtlich in diesem Zimmer gemacht worden waren. Er rief: Sofort festnehmen! Als ich eintraf, kauerte Dahmer in Handschellen auf dem Boden. Die Kollegen sagten mir, ich soll einen Blick in den Kühlschrank werfen. Darin stand ein Pappkarton, in dem sich der wohl erst kürzlich abgetrennte Kopf eines dunkelhäutigen Mannes befand. Augen und Mund standen offen. Das Innere des Kühlschranks war übrigens tiptop sauber. Weiter hinten stand noch eine Packung Backnatron und im Türfach waren die Gewürze Senf, Ketchup und A1-Würzsoße. Ich war total durcheinander und konnte mit dieser bizarren Sammlung gar nichts anfangen. Dahmers Mordorgien waren endlich vorbei. Was brachte diesen Mann dazu, seine Opfer zu töten, zu zerstückeln und zu essen? War er geisteskrank? Jeffrey Dahmer war 18 Jahre alt, als er sein erstes Opfer ermordete. 9 Jahre später begann er wieder zu töten. Ab da war sein Mordtrieb nicht mehr aufzuhalten. Jahrelang blieben seine Verbrechen unentdeckt. Niemand verdächtigte den jungen, wohlerzogenen Mann auch nur im geringsten einer Straftat. Er täuschte sie alle. Den Richter, der seine erste Strafe verhängte. Den Polizisten, der ihn in Ohio laufen ließ. Und als er auf Bewährung entlassen wurde, schaute nicht einmal ein Bewährungshelfer bei ihm vorbei, weder angekündigt noch unangekündigt. Per Gerichtsbeschluss musste Dahmer einmal im Monat zur Therapie. Und diese Termine nahm er auch wahr. Dass er kurz davor einen Menschen zerstückelt und entsorgt hatte, beeinträchtigte seine Gespräche mit dem Psychologen nicht. Diesmal war alles anders. Dahmer war in Haft und man ließ ihn nicht aus den Augen. Er wusste, dass es vorbei war und ließ sich von einem Anwalt vertreten. In einem mehrstündigen Geständnis gab er seine Taten zu. Er sagte uns nicht sofort, dass er seine Opfer auch gegessen hatte. Im Gefrierfach seines Kühlschranks fanden wir verschiedene, einzeln verpackte Körperteile. Einen Oberschenkel, einen Bizeps, ein Herz, eine Leber. Kennedys Befragung drehte sich vor allem um eins, um das Warum. In Dahmers Familie gab es eine Geisteskrankheit, aber das kommt in vielen Familien vor. Seine Eltern stritten sehr häufig und Jeffrey fühlte sich mit zunehmendem Alter von ihnen alleingelassen. Aber reicht das als Motiv für solche Taten? War seine Vernachlässigung als Teenager schuld daran, dass Jeffrey Dahmer als Erwachsener Angst hatte, verlassen zu werden?
Wir sprachen auch über Liebe. Ich fragte Jeff, warum hattest du nicht ganz normal einen Freund? Dann hättest du niemanden umbringen müssen. Er sagte, es ist keiner bei mir geblieben. Die einzige Möglichkeit, dass einer da blieb, war ihn zu töten. Und er aß seine Opfer, weil sie dann ein Teil von Jeffrey Dahmer wurden. Dahmer legte Wert auf die Aussage, er habe jedes seiner Opfer geliebt und hätte mit jedem von ihnen gern eine Beziehung gehabt. Doch es endete immer gleich. Wenn sie sich von ihm trennen wollten, mussten sie sterben. Auch Dahmer selbst hatte dafür keine Erklärung. Was war wohl der Grund dafür, dass Ihnen das so oft passierte? Ich wünschte mir verzweifelt, dass es mal funktioniert. Aber das war nie so. Er suchte im Prinzip nach etwas, das es nicht gab. Wenn es jemanden gegeben hätte, der von sich aus bei Ihnen geblieben wäre, hätten Sie denn dann Ihre Routine beendet? Die Person hätte absolut gefügig sein und immer tun müssen, was ich von ihr verlangte. Davon gibt es nicht viele Leute. Stimmt. Dahmer beging verabscheuungswürdige Verbrechen. Sein 60-stündiges Geständnis und die erdrückende Beweislast konnten eine Frage jedoch nicht beantworten. War Jeffrey Dahmer geisteskrank? Befände ihn das Gericht als zurechnungsfähig, müsste er den Rest seines Lebens in Haft verbringen. Gelte er als unzurechnungsfähig, würde er in die Psychiatrie eingewiesen und eines Tages vielleicht wieder entlassen. Staatsanwalt Michael McCann schildert, worum es ihm in der Verhandlung ging. In Wisconsin entscheiden die Geschworenen über zwei verschiedene Aspekte. Erstens, hat der Angeklagte die Tat begangen? Zweitens, war er zum Tatzeitpunkt voll zurechnungsfähig? Im Fall Dahmer ging es vornehmlich um die zweite Frage. Die Entscheidungsfindung dauerte Wochen. Dahmer wandte sich an seinen alten Strafverteidiger Gerald Boyle, der natürlich auf Unzurechnungsfähigkeit plädierte. Das Töten bedeutete ihm überhaupt nichts. Er hatte kein Gewissen, konnte also auch niemals rehabilitiert werden. Grundsätzlich würde man das Töten und Verzehren eines Menschen als Tat eines Geisteskranken bezeichnen. Doch nach der in Wisconsin gültigen Rechtsauffassung ist ein Täter voll zurechnungsfähig, wenn er weiß, dass sein Handeln falsch ist, es aber dennoch fortsetzt. Dahmer wusste genau, was er tat. Aber es war ihm egal. Er rechtfertigte sein Tun mit seinen eigenen Maßstäben. Er wusste, dass er gegen das Gesetz verstieß. Ein mehrfacher Mörder besitzt kein moralisches Empfinden. Solche Grundsätze existieren für ihn nicht. Dahmer nahm den Schuldspruch ohne erkennbare Reaktion hin. Am 17. Februar 1992 wurde er als voll schuldfähig zu lebenslanger Haft verurteilt. Jemand fragte mich mal, wie viele Menschen man töten und essen muss, bis man in Milwaukee als verrückt gilt. Ich kann nur sagen, alle, die Dahmer kannten, auch die Psychiater, sagten eindeutig, Dahmer war nicht verrückt. Und das ist vielleicht noch schlimmer, als wenn er einfach geisteskrank gewesen wäre. Er war nicht verrückt, er war böse. Es war eine gerechte Bestrafung für Dahmer. Man musste ihn für immer aus dem Verkehr ziehen. Er bekam, was er verdiente. Die 15 Geschworenen stimmten einstimmig für schuldig und einstimmig für voll zurechnungsfähig. Dahmer wurde zu insgesamt über 900 Jahren Haft verurteilt. Er würde nie mehr rauskommen. Im Hochsicherheitsgefängnis Columbia kam er in Kontakt zu Pfarrern und begann, in der Bibel zu lesen und in den Gottesdienst zu gehen. Angesichts seiner lebenslangen Haftstrafe versuchte Dahmer erneut, Trost und vielleicht auch Vergebung in der Religion zu finden. Pfarrer Roy Radcliffe von der United Church of Christ bat er, ihn im Gefängnis zu taufen. Nachdem ich zugestimmt hatte, ihn zu taufen, war er sehr erleichtert. Er hatte damit gerechnet, dass ich es ablehnen würde, mit der Begründung, seine Sünden seien unverzeihlich. Aber dann hätte ich voll gegen meine Überzeugung gehandelt. Jesus Christus kam auf die Welt, um die Sünder zu erretten. Und Jeffrey Dahmer war ein Sünder. So einfach ist das.
Zum Erntedankfest schickte er mir eine Karte. Darin schrieb er, wie dankbar er mir für alles sei, was ich für ihn getan hätte, und dafür, dass ich ihn nicht aufgegeben hätte. Das einzige Gefühl, das er in Bezug auf seine Verbrechen immer wieder angeführt hatte, war Liebe gewesen, nicht Hass. Und ich spürte auch nie eine Spur von Hass auf seine Opfer in ihm. Im November 1994 wurden zwei Insassen der Haftanstalt von ihrem Mithäftling Christopher Scarver getötet. Der eine hieß Jesse Anderson, der andere Jeffrey Dahmer. Scarver schnappte sich ein Teil eines Trainingsgeräts und erschlug Dahmer damit. Dann rannte er quer durch die Sporthalle und erschlug auch Anderson. Dahmer glaubte immer, dass man ihn umbringen würde. Jesse Anderson, der Mann, der mit ihm getötet worden war, hatte sich gegen seinen Mörder gewehrt. Sein Körper wies Kampfspuren auf. Doch Dahmer leistete offensichtlich keinerlei Gegenwehr. Ironischerweise wurde er ebenfalls mit einer Hantel getötet. Der gleichen Waffe, mit der er sein erstes Opfer umgebracht hatte. Ich war ihm freundschaftlich verbunden und war schockiert. Ich konnte zuerst gar nicht glauben, dass er tot war. Irgendwie ist es tragisch, dass Dahmer zu Tode geprügelt wurde. So etwas sollte im Gefängnis nicht passieren. Es hat mich schon irgendwie berührt. Vielleicht bin ich doch kein so cooler Typ, dem so etwas egal ist. Denn Dahmers Tod hat mich schon irritiert. Ich kannte ihn ziemlich gut. Für mich war er eine tragische Figur. Ich war sogar traurig. Auf diese Weise zu sterben, hat keiner verdient. Er starb auf brutale Weise. Aber man kann auch nicht sagen, er hat es nicht verdient. Für ihn war es sicher eine Erleichterung, denn er hatte ja kein wirkliches Leben mehr. Als ich hörte, was passiert war, dachte ich, gut, es ist vorbei. Das geschieht ihm recht. Er hat mir meinen Freund genommen. Danach verdiente er es nicht mehr zu leben. Jeffrey Dahmer wurde eingeäschert, doch auf Wunsch seiner Mutter wurde zuvor sein Gehirn entfernt und untersucht. Sie wollte widerlegt wissen, dass er an einem Hirnschaden litt. Ein Jahr später stand das Ergebnis der Untersuchung fest. Dahmers Hirn wies keinerlei Abnormitäten auf. Wurde Dahmer also zu seinen Taten verleitet und nicht als Mörder geboren? Ich glaube nicht, dass er zum Töten geboren war. Jeder Mensch, der in seiner Kindheit unter Einsamkeit leidet, trägt doch vermutlich ein gewisses Defizit davon. Auf die eine oder andere Art. Wählte er das Böse? Ja. War er ein böser Mensch? Das kann und will ich nicht über ihn sagen. Ich habe viel Zeit mit ihm verbracht und in vielen Dingen unterschied sich Jeffrey Dahmer nicht von anderen Menschen. Ich persönlich glaube, er war verrückt. Sonst hätte er nicht tun können, was er getan hat. Dahmer wurde nicht als Mörder geboren. Er wuchs in guten Familienverhältnissen und einer anständigen Gegend auf. Doch er entschied sich von sich aus für ein Leben gegen die Regeln der Gesellschaft. Was auch die Ursache für Dahmers Morde war, eins steht fest. Es wird dauern, bis in Milwaukee